Aber meine Frage ist, ja. Ali, das Ganze auf einem kleinen Teller. Ja. Also es sind schon viele Sachen für kleine Versuchungen. Ja, wir müssen halt dann klein anrichten. Es geht ja nicht anders. Ne? Ja. Wir müssen erst mal gucken, dass wir die 25 Gäste vom Frank rüberziehen. Ja. Es sind sehr viele kleine Teller. Ja, das sind sehr viele kleine Teller. Ich muss aber auch sagen, der Frank hat das Thema meiner Meinung nach vorhin verfehlt, weil die Vorspeise, der erste Gang, muss man schon sagen, wenn du in einem Restaurant bist und es steht dreierlei von, musst du normalerweise dreierlei von einem Produkt machen, wie zum Beispiel hier. Wenn du sagst dreierlei von der Kartoffel, dann kannst du Kartoffelpüree, Kartoffelsuppe, Kartoffelchips, Kartoffel, keine Ahnung machen. Ali. Aber kann man nicht einfach sagen dreierlei von Püree? Nein, das geht nicht. Dreierlei von Püree ist es kein Dreierlei. Da muss sagen drei verschiedene, das sind ja drei verschiedene Gemüsesorten. Nee, es geht um die Zubereitungsart, also ja, Püree, ne, aber kannst du ja machen. Ich finde, dafür war das Thema frei genug. Aber weißt du, ich bin nicht so kleinlich. Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Bin ich nicht. Nein, habe ich gerade nicht gesehen. Kleinlich. Überhaupt alles gut. Ich frage mal Matthias, was er davon hält. Matthias, ich brauche deine Hilfe hier. Bekommst du. Also, ganz ehrlich, hat Frank Rosin in der ersten Runde geschummelt? Also, brauchen wir Videobeweis? Nein, nein, brauchen wir nicht. Nein, die Gäste entscheiden. Aber was ist denn, wenn ich sage dreimal von Nudel? Ich kann mein Nudel machen dreimal, wie ich will, oder nicht? Nein. Ali, du vertust dich gerade. Weil die Aufgabe Nein. Ihr wisst beide ganz genau, dass ich recht habe. Wir sind hier auf dem türkischen Basar, Also, lass uns mal hier ordentlich argumentieren. Lass mich auch mal reden. Lass mich aussprechen. Jetzt wird's aber spicy hier. Dreierlei. Ja, aber dreierlei von was? Was hast du gemacht, dreierlei? Was? Hast du dreierlei von der Kartoffel gemacht, dreierlei von der Erbse gemacht, dreierlei von der Karotte? Also dieses Nachkarten, die Sache ist doch vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Du brauchst jetzt nicht mehr. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Dreierlei von ist immer von einem Produkt. Ja, ich will jetzt. Frank, ich gönn dir. Ich gönn dir die erste Runde. Alles okay. Also, Kinders, wenn ihr weiter diskutiert, vergesst ihr zu kochen. Habt ihr gemerkt? 17 Minuten sind schon um und die. Hier wird gerade Salz in die Wunde gestreut. Nein, der Schiedsrichter. Hier wird gerade ganz, ganz schlecht verloren. Oh. Ja. Hier, der lebendige Dönerspieß, ja? Ja? Wenn er sich dreht, geht er wieder zu Let's Dance, weißt du? Weißt du was, weil du gesagt hast, Let's Dance. Ali, du hast schöne Beine. Frank, Let's Dance, Charleston. Ja. Oh. Ja, die Tanznummer ist lustig, so ist er halt. Du brauchst ihm einfach nur einen Zuckerl hinschmeißen und dann macht er das sofort. Und wenn du dann noch ihn auf seine Beine ansprichst, dann geht er richtig steil. Zeig deine schönen Beine. Er hat die schönsten Beine der Welt. Also er ist da auch wirklich hammerlustig. Das ist so seine Art auch Ironie und Witz und Humor zu zeigen. Und das liebe ich an ihm. Ganz, ganz toll. Er ist ein wundervoller Mensch.